Leute, Crynex hier und es ist endlich soweit. Rockstar Games hat soeben das offizielle Release-Date von den Banküberfällen im Social Club angekündigt. Ich werde euch das Ganze jetzt einfach mal im Hintergrund einblenden, einen Screenshot davon. Aber wer sich selbst überzeugen will, da werde ich euch natürlich auch mal den Link zum Social Clubs Newswire unten in die Videobeschreibung hauen. Und oh mein Gott, Leute, es ist endlich soweit. Es ist zwar jetzt schon gefühlt das 10.000. Mal, dass Rockstar Games die Banküberfälle ankündigt. Aber diesmal mit dem Trailer und allem kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass die Banküberfälle wieder verschoben werden. Und ihr könnt es schon im Hintergrund sehen, am 10. März erwarten uns die Banküberfälle auf allen Plattformen, außer auf dem PC. Da werden sie erst am 10. April erscheinen. Ja, Leute, aber da die PC-Version eh erst ein bisschen später kommt, ist das natürlich nicht so tragisch. Auf jeden Fall am 10. März erwarten uns die Banküberfälle auf allen Plattformen, Leute. Und ich kann wirklich nur sagen, ich freue mich schon so richtig drauf. Ich habe mich zwar um eine Woche verschätzt. Ich habe gedacht, die Banküberfälle kommen eine Woche früher, aber ist jetzt auch völlig egal. Es dauert jetzt wirklich nicht mehr lang, Leute. Es sind jetzt noch 2 Wochen. Dann bekommen wir endlich die verdammten Banküberfälle. Und oh mein Gott, Leute, ich freue mich einfach echt so riesig drauf. Das war jetzt auch im Prinzip schon das Video. Ich wollte euch wirklich nur darüber informieren, dass endlich die verschissenen Banküberfälle kommen. Es ist endlich soweit. Und ja, Leute, wie gesagt, gebt dem Video einfach ein Like, wenn ihr euch genauso freut wie ich. Und ich bin jetzt an der Stelle einfach mal raus. 10. März, Leute, merkt euch einfach. Ich weiß auf jeden Fall schon, wann ich blau machen werde und wann ich auf jeden Fall nicht in die Schule gehen werde. Ich bin jetzt an der Stelle einfach mal raus. Bis dahin, haut rein, Leute, euer Crymax.